Nee, Moment mal. Die haben ja Beine. Die Holzstückchen können laufen. Ein Tier. Da ist ein Tier drin. Frisst das Steinchen? Einen schönen guten Morgen und willkommen zum ersten Supreme Commander Team Gamecast. Mir wurde ein Freebie-Free geschickt vom Chris M. auf Neroxys Snapchat. Wir lassen einmal kurz die Commander reingaten. Hier oben ist Team 1, hier unten ist Team 2. Sogar fast komplett ausgeglichen mit einem Punkt Unterschied. Hier oben haben wir Loki. Er spielt Cybran, öffnet First Land. Dann unter ihm Maptok. Auch er spielt Cybran, öffnet First Land. Dann haben wir hier Boomstick Juice. Er spielt Aeon und eröffnet First Land. Also hier oben ein reines Land Opening. Und dann in Team 2 haben wir Quietstorm. Er öffnet First Land als Cybran. Dann haben wir Chris M. Auch er Cybran, eröffnet First Land. Und Shadowrear, UEF, eröffnet First Land. Ich habe mir die Map vorhin mal angeguckt. Das wird ganz interessant, denke ich. Weil wir haben hier relativ viel Land in der Mitte, aber wir haben auch diesen See. Ich kann nicht markieren. Doch, jetzt geht's. Ah, okay, ich war zu weit rausgezoomt. Verstehe. Also, dieser See, ich wette, der wird super wichtig, um die Mitte zu kontrollieren. Aber wir haben gleichzeitig auch zwei Landwege, die gesichert werden müssen, mit jeweils zwei Plateaus. Hier ist auch eine erhöhte Stellung, auf der anderen Seite nicht. So, jeder Spawn hat einen Hydro-Spot. Also können wir eigentlich davon ausgehen, genau, den Hydro-Rush. Sehe ich die Reclaim-Situation? Ich glaube nicht. Wo ist die Reclaim? Sehe gerade nicht, wie es mit dem Reclaim aussieht. Aber hier sehen wir ein paar große Brocken. Da war's. Hier. Ja, hier ist einiges. Das kann man auf jeden Fall gut nutzen. Wenn ich mir das so ansehe, ich bin mir gerade nicht sicher. Wobei von hier aus müsste man, glaube ich. Ja, wird eng, aber ich glaube, man müsste hier eine Fabrik schon von aus bauen können. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, dass die, wenn jemand sich um hier drum kümmert, werden es die mittleren Spieler sein. Chris bewegt sich schon mal in die Mitte. Sein gegenüberliegender Spieler wartet noch ein wenig. Loki verlässt seine Base. Und Quietstorm hat seine Base auch schon verlassen. Wir gucken mal kurz auf die Massesituation. Ist noch nicht sehr aussagekräftig. Aber bis auf Shadowrear haben alle schon mal ein bisschen gereclaimed. Chris noch sehr wenig. Es dürfte noch niemand. Genau, es gab noch keinen Sichtkontakt zwischen den Teams. So, mich interessiert jetzt gerade vor allem, was die mittleren Spieler tun werden. Maptok ist immer noch in seiner Base, aber er ist Second Air gegangen. Ebenso Loki. Boomstick aber nicht. Shadowrear hat ebenfalls Second Air eröffnet. Und Quietstorm auch. Wir sehen schon einen Ping. Hier, wo ist Maptok? Ich sehe den Ping nur gerade nicht. Hier. Also. Boomstick sagt schon mal Maptok, dass er hier covern muss. Maptok ist immer noch in seiner Base. Während Chris hier einen Vorposten einrichtet. Hier haben wir schon einen Airdrop. Oh, 2 gegen 1. Sehr schön. Das dürfte Boomstick nicht gefallen. Aber greift er ein. Da kommt ein Tank. Bin mir gerade nicht sicher, ob der T1-Transporter schon eine eigene Waffe hat. Okay, er nimmt die Techniker wieder raus. Hier haben wir einen Scout, der das hier alles schützt. Beziehungsweise halt Vision darauf hält. Da ist Bomber. Da haben wir auch einen Bomber mit 3 Kills. Aber dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Oder? Kriegt er noch eine Bombe weg? Ja, er kriegt sogar noch eine weg.
und macht nochmal 3 Kills und... Und nochmal 3. Das war ein guter Bombing Run. Boomstick ist nicht sehr glücklich. Was sieht Boomstick? Es ist wie in jedem Spiel. Gut, dürfte wahrscheinlich der Bomber gerade gewesen sein. So, Chris pusht mit seinem Commander und Maptalk kommt auch mit seinem Commander. Wer baut hier die... Ich kann jetzt gar nicht erkennen, wer das hier baut. Okay, die Baubefehle wurden schon wieder aufgegeben. Haben wir vielleicht gleich den ersten Commander-Schusswechsel? Boomstick will T2 upgraden auf seinem Commander. Gut, er hat hier gerade Luft. Shadow Rear bewegt sich in seine Richtung, aber wir wissen nicht, wie weit. Quiet Storm hat hier die Position gehalten. Da kommt es zum Schusswechsel. Chris landet auf jeden Fall ein paar gute erste Treffer. Und da kommen auch noch seine, aber er wird jetzt auch beschossen. Beide gehen wieder auf Abstand zueinander. Aber Chris hat hier... Ja, aber das könnte es mit der Oberhand gleich gewesen sein. Maptalk nimmt gut Schaden, müssen immer noch bedenken. Aber er hat auch ein paar Veterans bekommen. Einen zumindest. Aber wir müssen bedenken, natürlich hat die Cybran ACU von sich aus schon weniger Gesundheit. Maptalk, ich glaube, du musst aufpassen. Oder auch nicht. Nein, Chris geht auf Abstand. Aber er war auf 30% Health. Quiet geht auf T2. Shadow Rear geht hier in die Offensive. So, die Striker sind natürlich den Auroras auf kurze Distanz überlegen. Dafür hilft Boomstick hier ein bisschen, um Maptalk ein bisschen zu entlasten. Es hat noch niemand hier den See für sich versucht zu beanspruchen. Aber das kommt sicher noch. Also ich wäre sehr überrascht, wenn der komplett ungenutzt bliebe. Das müsste Loki sein. Genau, er versucht hier was. Und hier würde er jetzt... Hat er Intel? Nicht wirklich. Wo? Ein Transport? Wo? Schauen wir mal kurz auf die Einkommenssituation. Team 1 liegt... wobei es ist keine gewaltige Führung. Ich denke, dass es 3 Spieler sind. Und bei Reclaim sind sie ziemlich gleich auf. Hier versucht Maptalk einen Drop. Und 3 der Transporte kommen sogar durch. Das dürfte reinhauen. Hat er Intel? Ja, hat er. Frage ist, huch. Ich glaube, erstmal Spiel verlangsamt. Da kommt noch ein Drop von Loki. Wo will er hin? Oh, da ist ein Nex. Shadowy hat aber auch ein paar Einheiten auf einem Transporter. Dann haben wir hier Maptalk, der gerade auf T2 geht. Und wir haben auch schon ein paar T2-Verteidigungen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, hat Chris schon T2 sich geholt? Nein, nicht, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das hinkommt mit den Hitpoints, aber Chris hat, soweit ich das sehe, noch keinen Veterancy ranbekommen. Ne, er hat nicht das Upgrade, weil er hat die gleiche Gesundheit wie Maptalk und die haben auch ähnliche Kills.
So, das heißt, Map Talk geht jetzt auf T2. Was baut er jetzt? Das sieht nach Service Turret aus. Loki hat hier ganz gut ein paar Dogfights hier in der Ecke bei Boomstick. Boomstick geht auf Stealth. Haben wir schon eine T2-Fabrik irgendwo? Ja, haben wir. T2R von Loki. Was ist mit seinem gegenüberliegenden Spieler? T2 Land. Zwei Stück. Aber noch kein R. Aber gut, er spielt UEF. Er will natürlich möglichst schnell auf den Pillar. Oh, das könnte spannend werden. Die Auroras machen auf die Distanz natürlich gut Damage. Shadow Rear hat das Gun Upgrade. Das Ding ist, ich habe nur die Nachricht nicht gesehen, weil ich glaube, das Spiel hat es nicht so gerne, wenn man die Perspektive zu oft wechselt. Aber mit Gun Upgrade. Er hat's nicht. Boomstick sieht es, glaube ich, auch. Er geht direkt auf Distanz. Er muss zu seinen Verteidigungen kommen. Sonst würde Shadow Rear ihn töten. Weiterer Stellungskrieg hier. Maptor versucht mit Cerberus-Geschützen zu arbeiten. Chris auch, aber setzt, glaube ich, mehr auf Spam. Shadow Rear zieht sich wieder zurück. Hier drüben ist es erstaunlich ruhig. Hier liegt auch nichts an Trümmern rum. Shadow Rear hat einen Drop hier reinbekommen. Ungefähr so muss der Erste Weltkrieg abgelaufen sein, minus die Laser. Boomstick baut wieder auf, aber da kommt eine taktische Rakete, beziehungsweise mobile Rakete. Aber das müssen wir. Das sind taktische, ja. Da baut er auch eine taktische Raketenabwehr, aber kriegt er sie rechtzeitig online? Ich meine mich zu erinnern, dass die Version von den Aeon nicht überwältigt werden können, weil sie die Raketen nur ablenken, statt sie abzuschießen. Shadow Rear ist aktiv am Kämpfen, hat 34 Kills auf seiner ACU. Gerade seinen zweiten Veterancy-Rang bekommen. Hier beruhigt sich die Sache ein bisschen. Ich glaube, Chris hat sich entschieden, nicht weiter hier zu pushen. Und hier oben ist es immer noch sehr ruhig. Quiet, was tust du? Er scheint auf Eco zu gehen. Er hat schon einiges an T2 Maxes. Mit Storage. Wenn wir uns das mal kurz angucken. Quiet, ja, hat dreimal so viel wie seine beiden Teamkameraden. Loki wäre vom gegenüberliegenden Team am nächsten dran. Der Rest ist ziemlich ausgeglichen, so in der 50er-Zone. Aber damit ist Team 2 halt deutlich voraus. Und auch was Reclaim angeht, nehmen sie sich praktisch nichts. Also Quiet nutzt aus, dass Loki hier relativ passiv ist. Aber auch Loki geht... Geht auf? Ja, auch er geht auf Eco. Chris hat sich zurückgezogen. Shadow Rear ist immer noch hier. Map Talk könnte pushen. Also
Hier, das ist praktisch nicht verteidigt. Dafür ist Quiet jetzt auch im Bereich Navy unterwegs, hat der T2 Naval Factory. Wenn er es richtig ausspielt, kann er den See eigentlich durchgängig kontrollieren. Und da haben wir schon den ersten Kreuzer. Den hier zu parken, wird wehtun. Na? Er hat seine eigene taktische Raketenabwehr. Aber er geht lieber hier hin, will Map Talk ein bisschen unter Druck setzen. Und hat natürlich mehr Reichweite als diese Turrets. Das heißt, er kann hier vielleicht Map Talk ein wenig verunsichern. Sieht Map Talk die Bedrohung? Er sieht, dass da etwas ist. Und er wird wahrscheinlich auch merken, dass das ein Kreuzer sein muss. Laptop ist hier auf Stealth gegangen. Da sind ein paar Missile Launcher, die auf den Kreuzer gehen. Aber da ist schon der zweite. Shadowy hat Nano Repair erforscht. Wo ist er? Hier, das klingt danach, als wollte er auch wieder aggressiv werden. Boomstick hat noch nicht seine ACU geupgradet, aber geht lieber selber auf taktische Raketen. Loki macht T2 auf seiner ACU. Der hat auch schon T3R. Was ist mit seinem Gegenüber? Quiet. Er ist total auf hier drauf fixiert, scheinbar. Chris hat inzwischen T2R und T3 Land. Und Shadow Rear hat gut T2. Aber wird hier von MapTalk unter Druck gesetzt. Da Chris diese Position aufgeben musste, ist das hier natürlich auch jetzt von der Flanke aus angreifbar. Aber was hier noch fehlt, ist taktische Raketenabwehr. So, hier ist das Bombardement der Küste in vollem Gange. Und hier oben ist immer noch nicht viel los. Aber Quiet hat gesagt, ich stelle mich einfach ins Meer. Also er scheint sich mit seinem Commander nicht sehr sicher zu führen. Do you see? Was hat er gepinkt? Taktische Raketen. Sie haben keine T3R. Also einfach ein paar Strats rein. Ja. Shadow Rear. Was hat er gepinkt? Da. Loki hat T2. Da haben wir den ersten Bomber. Wir haben auch hier jede Menge T3 Luftüberlegenheitsjäger. Da sind ein paar Jäger-Bomber-Hybriden. Also, was Luft angeht, dominiert ganz klar Team 2. Und Team 2 hat inzwischen auch einen großen Vorsprung. Moment, nein, Team 2 hat Eco-Vorsprung, Team 1 hat eher Überlegenheit. So rum. Scoutet auch gerade, was sehen Sie?
Sie können hier auch komplett ungestört scouten. Das ist schon mal nicht gut. Da sind Strat Bomber. Wo wollen sie hin? Oh ja, das haut rein. Da ist ein T3 Max. Holen die sich den? Da sind ein paar T1 Luftüberlegenheitsjäger, das ist Abfangjäger, aber T3er können das natürlich wegtanken. Hat schon 18 Kills und der hat gar keine Kills. Shadow Rear wird hier unter Druck gesetzt. Aber das sind immer noch nur Auroras und da sind ein paar Panzer, aber ich sehe noch keine Harbingers. Also diese Bomber waren definitiv eine gute Investition. Aber sie haben mal eben ein paar T3 Abwehrgeschütze gebaut und damit ist das jetzt auch vorbei. Shadowry hat auch gemerkt, dass sie ohne T3R ziemlich am Arsch sind und muss sich zurückziehen. Weil Boomstick jetzt mit T2 Tanks reinkommt. Hier oben ist immer noch rein gar nichts passiert. Also Quiet hat gute Eco, aber er nutzt es nicht wirklich. Er hat jetzt hier T2. Ich glaube, die eine Fabrik hat er anscheinend verloren oder selber abgerissen. Shadow Rear, das könnte der erste Commander-Kill sein. Er hat gerade nochmal einen Veterancy-Rank bekommen, aber das wird, glaube ich, eng. Da sind zwar ein paar Titans, die versuchen, das Schussfeld zu blockieren. Aber er hat nur noch 4.500 Gesundheit. Komm, Boomstick, du musst nur Focus Fire. Das müsste eigentlich hinhauen. Komm, 2.000. Und tschüss, Shadow Rear. So, Quiet übernimmt Shadow Rears Einheiten. Das heißt, es ist noch, also es federt natürlich das schon ein bisschen ab, aber das heißt natürlich, Quiet hat jetzt doppelt so viel zu managen. Und Loki geht jetzt in den Angriff über und findet hier fast nur T1 Spam vor. Chris wagt einen Push hier durch. Er hat inzwischen gut in T2 Bodeneinheiten investiert. Aber Boomstick kann jetzt hier gut aufräumen, was die Reste von Shadow Rears Basis angeht. Maptalk verliert seine Stellung hier vorne. Hier sind zwar ein paar T3-Schildgenerator, aber ich sehe keine Bodenabwehrgeschütze. Und die Feuerkraft wäre jetzt wirklich. Doch, hier ist ein Cerberus. Zwei sogar. Und eine taktische Raketenabwehr. Aber das wird nicht reichen. Quiet geht wieder ins Gefecht, er hat aber kein Gun-Upgrade. Das wird nicht für einen Commander-Kill reichen. Und er hat gerade auch nochmal einen Veteran-Sieg reinbekommen, aber da kommen zwei Strat-Bomber. Aber auch das reicht nicht, um ihm wirklich Schaden zuzufügen.
Aber hier drüben sind noch ein paar Bomber. Die jetzt sich natürlich schön darüber freuen, die T3 Maxis wegzusnacken. Also mit dem Eco-Vorteil könnte es das bald gewesen sein. Team 2 hat immer noch keine T3 Luft. Was natürlich bedeutet, dass diese Bomber hier komplett ungehindert arbeiten können. Wobei sie nicht besonders gut koordiniert sind, glaube ich. Weil eigentlich könnte jeder von denen sein eigenes Ziel anfliegen. Zwei Bomben müssten Overkill sein. Quiet hat immer noch die alleinige Kontrolle über diesen See. Wobei das nicht viel heißt aktuell. Da haben wir T3 Bots. Maptalk geht da voll drauf. Sieht die Reclaim-Situation aus. Da ist Team 1 inzwischen klar vorne. Loki ist hier hinten am Chillen. Da kommen noch mal ein paar Bricks. Hier ist ein Drop. Was hat er vor? Loki hat ein Experimental gebaut. Eine Spinne. Chris geht auf T3 mit seinem Commander. So, was hat er vor damit? Quiet geht auf Stealth. Sehen wir hier gleich einen Laser. Er baut auch einen Spider-Lord. Oder einen Spider-Bot. Den wird er auch brauchen, wenn sich Lokis Spider-Bot hier in die Gegend bewegt. Quiet hat sein Stealth-Upgrade, aber er macht noch nicht den Laser. Wie sieht seine Eco aus? Ah, er ist böse am Powerstallen. Er wird wahrscheinlich erst noch den Monkey Lord zu Ende bauen wollen. Aber das kann er so nicht lange machen. Jetzt hat er wieder Energie. Aber er verbraucht auch sehr viel. Ah, er baut noch einen Generator. Das ist natürlich eine gute Maßnahme. Chris hat, glaube ich, noch nichts mit seinem T3-Upgrade gemacht. Hier haben wir inzwischen ein paar Harbinger. Also der Aeon hat sein Endgame erreicht. Oh, das heißt, Boomstick kann jetzt hier brutal aufräumen. Da ist der, ist die Spinne. Sie marschiert durchs Meer. Spinnenbegegnung im Wasser? Aber da dürften sie auf ihre... Also ich glaube... Ja, ich meine eigentlich, sie haben... Genau, sie haben Torpedos, aber das wird, glaube ich... Nicht dasselbe, wofür man die Spinne normalerweise baut. Quiet investiert in strategische Raketenabwehr. Baut denn jemand überhaupt Nukes? Die sind eigentlich ziemlich hervorgehoben mit der Mod, die ich habe, aber ich sehe aktuell keine. Da ist der Monkey Lord. Der andere will anscheinend hier vorbei sneaken. Ist sich Loki der Gefahr bewusst? Nein. Chris hat seinen Commander bewegt, aber noch immer nichts mit seinem T3-Upgrade gemacht. Er hat aber viel an T3-Landfabriken und zweimal T3-Air.
Aber die Nebelfabrik ist weg. Monkey Lord mit mehreren Bricks. Wenn er jetzt pusht, müsste es das für Quiet gewesen sein. Loki sieht, dass da etwas kommt, aber er sieht nicht, was da kommt. Also, soweit es ihn betrifft, könnte das einfach nur ein Schiff sein. Ich glaube, er könnte gleich ein Problem bekommen, wenn er sieht, dass das eine Spinne ist. In seiner Haut möchte ich jedenfalls jetzt nicht stecken. Er hat keinen Sichtkontakt. Jetzt. Jetzt muss er es sehen. Quiet hat noch ein Experimental gebaut. Noch eine Spinne. Das heißt, er kann jetzt auch das hier abwehren. Hier kommt es zum Gefecht mit den Harbingern. Also hier unten, da hat Boomstick gerade freies Spiel. Aber die erste Spinne ist weg. Die zweite auch, aber Quiet hat damit seine Zerstörung nochmal abgewendet, während hier Strat Bomber ja, es hat nicht so viel Schaden angerichtet, wie ich vermutet hätte. Das dürften ein paar hochwertige Maxes gewesen sein, aber die T3-Fabriken hat er leider nicht erwischt. So, Chris hat inzwischen selber ein paar T3-Bomber rausgehauen. Wo will er hin damit? MapTalk hat noch ein Experimental gebaut. Noch eine Spinne. Überall Spinnen hier. Aber MapTalk wird gerade weggesniped. Komm, eine Bombe musst du noch draufkriegen. Und damit ist MapTalk aus dem Spiel. Allerdings macht sich Chris berechtigterweise hier Sorgen. Hier kommen immer mehr Harbinger. So, Masseeinkommen ist inzwischen deutlich für Team 1. Reclaim auch. Die Frage ist also, reicht dieser Kill, dieser Commander-Kill, um das Blatt zu wenden? Loki hat MapTalks Einheiten geerbt, das heißt, er hat jetzt natürlich auch viel mehr zu managen. Da ist die Raketenabwehr und sie ist jetzt auch mit einer Rakete geladen, aber das scheint mir noch nicht so eine gute Investition zu sein, weil ich noch keine, nicht mal irgendwas in Richtung strategische Rakete sehe. Da ist Quiet Storm gerade getötet worden. Und wir haben Surpass. Chris ist also in seinem Team Last Man Standing. Zieht er das durch? Die Bomber versuchen hier die Harbinger zu neutralisieren. Sogar mit einigermaßen Erfolg, aber sie werden trotzdem eine Menge Schaden anrichten. Chris hat nun die gesamte Eco seines Teams und muss jetzt ziemlich viel managen. Und da kommt eine Spinne direkt auf ihn zu. Und ein Koloss auch noch. Sieht er die Gefahr? Nein. Er sieht den Kolossus, aber er sieht nicht die Spinne, weil sie Stealth hat wahrscheinlich. Chris evakuiert, während die Spinne hier alles auseinander nimmt. Da sind ein paar Bricks. Die Spinne wird da abgewehrt bekommen. Aber da kommen Harbingers. Da ist der Koloss.
Und Loki ist ja auch noch hier oben. Chris geht auf den Laser. Das dürfte auch seine letzte Hoffnung sein. Schauen wir mal in Chris Eco rein. Er powerstallt gerade hart, aber das ist verkraftbar. Auch wenn es um die Schilde und um die Raddarstellung schade ist. Für das, was er vorhat, ist es total okay. Die Frage ist natürlich, wo sind die feindlichen Commander? Die Info braucht er, wenn er das durchziehen will. Vor allem, wenn er es zweimal erfolgreich durchziehen will. Boomstick hat noch eine Experimental gebaut. Wo ist sie? Da, noch ein Koloss. Loki macht nicht viel hier oben, aber weiß er auch, dass hier relativ wenig los ist. Ich weiß nicht, ob sich Team 1 nicht vielleicht ein bisschen zu sicher fühlt. Boomstick geht auf das Res. Durchaus eine gute Investition, um jetzt seine Position noch mal ein bisschen zu stärken. So, Chris hat den Teleporter. Aber wo will er hin? Wo kann er hin? Boomstick geht sogar auf das Advanced Ras. Jetzt müsste natürlich Chris irgendwie die Commander ausfindig machen. Genau, er schickt nämlich jetzt ein paar Scouts los. Hier ein bisschen Brick-of-Brick-Action. Aber seine Scouts kommen nicht sehr weit. Und seine Position ist jetzt kompromittiert. Weißt, er dürfte gleich auch Bomber hier dran kleben haben. Da ist ein komplettes Geschwader. Die wollen 100 pro hier hin. Chris versucht den Teleport. Wo will er hin? Hier wird eine XA gebaut. Wo will er hin? Ich sehe es leider nicht. Da! Er ist gar nicht mal so weit weg. Aber Chris weiß nicht, wo der Commander ist. Aber auch wenn er hier großen Schaden anrichten kann. Wenn ich das richtig sehe, hat er sich hier einfach blind rüber teleportiert. Er teleportiert erneut. Aber wo? Hier, direkt neben Boomstick, der nicht vorbereitet ist. Also Boomstick schmilzt. Aber wird Chris dann noch wegkommen? Da kommen die Strats. Ich glaube, das wird gleich noch ein Feuerball werden. Ja, er hat es gerade so überlebt, aber er wird nicht teleportieren. Bevor die Bombe trifft, oder? Und damit ist Loki der letzte Überlebende. Also das ist ja echt so ein Ding mit den Cybrans, dass die das Spiel nochmal so auf den Kopf stellen können. Das hätte fast funktionieren können. Vor allem, wenn man denkt, dass der erste Teleport wahrscheinlich wirklich blind war. Nices Game, definitiv mit 38 Minuten auf der Uhr. Sehr nice. Ich danke fürs dabei sein. Wenn ihr Bock habt, dass ich euer Replay caste, ihr könnt das auf meinen Discord einsenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.